Also mal jetzt hier im Land rennen. Aber wir kommen gut durch die Playlist durch, muss ich sagen. Also erstes Spiel jetzt schon. Definitiv. Ja gut, es sind jetzt nicht so ewig lange Rennen, ewig lange Playlist, Spiele. Jetzt ist Ja, aber es richtig. sind halt die besten Spiele mit. Ja, es macht ja durchaus Laune auf jeden Fall, Leute, muss ich sagen. Also A läuft es und B macht's Laune. Unabhängig jetzt vom Ist doch Ergebnis. wieder ein Rennen, Alter. Ja, aber wir haben jetzt hier geschossen die ganze Zeit, ne? Jetzt geht's wieder mal mit dem Rennen weiter. Warte mal, war das nicht das Ding, wo Jascha das Ding in letzter Sekunde noch gewonnen hat? Kann Ja, sein. ich glaube ja, der hat ja, wo der von 3 auf 1 auch gefahren ist. Was Ja. ist denn? Einfach nur umkreis. Och nee. Entweder war es Jascha oder Enrico, einer von euch beiden. Auf jeden Ich Fall. war da nicht da. Ich glaube, du warst mit dabei. Ich kenne die Map nicht mehr. Ich müsste mal in der Folge, müsste mal kurz in die, doch in die Aufnahme gucken. Oh, Scheiße. Da bist du neben mir. Ach, der Markus ist das. Ich bin mal wieder so frei. Ich schlüpfe mal wieder innen durch. Niedlich. Er schlüpft hindurch. Ich schlüpfe nur durch, nicht rein. Er schlüpft. Das ist dein Job, aber Baby ist ja nicht da. Und für die Leute, die fragen, was mit Baby momentan ist, der geht es einfach gesundheitlich nicht so gut, dass er sagt, sie kann ihre Leistung bringen. Also die kommen bestimmt immer mal wieder, aber momentan eher schwierig. Geht nicht gut, sie können keine Leistung bringen. Das ist eigentlich so ein billiger Nutzen. Sie kann die Leistung nicht bringen, um Markus so glücklich zu machen. Noch schlimmer. Das war jetzt mit Absicht. Oh, Alter. Ich komme nicht in die. Markus, was sagen Sie Ich. dazu? Yvonne hat halt einfach gesundheitliche Einschränkungen, die manchmal dazu führen, dass sie sich nicht wohlfühlt und deswegen Genau, mitmacht. das wollte ich eigentlich damit sagen, ja. Die wird immer, wenn er dann wieder auftauchen, wenn sie mit dabei Und ist. Gesundheit geht halt nun mal vor. Genau, wenn sie dann sagt, sie ist so fit, dass sie mit dabei sein kann, dann ist auch gerne wieder mit dabei. Entschuldigung, das war keine Absicht. Da habe ich dich mal ganz kurz von hinten ein bisschen angebumst. Männer und Aliens, das ist halt Kevs Ding. Ja, du bist halt nicht von Nee, dieser Welt. Frauen. Du bist halt nicht von dieser Welt, ne? Ja, eigentlich bin ich auch nur gekommen, um dich auf deinen Heimatplaneten zurückzubringen, Kev. Okay, das. Ich bleib hier. Juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Ah.
Das warst du selber, Kev. Ja, ich weiß, ich habe zugezogen. In dem Moment. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du noch so nah dran bist. Ich dachte mir, ich bin schon weiter weg, dann kann ich ihn jetzt in die Lücke rein. So, dann machen wir das mal so. Sorry. Das ist nicht wahr, schon wieder kurz vorm Ende. Schon wieder kurz vorm Ende. Das ist, euch, ist schon wieder der, schon wieder das, ey. Das ist genauso gleich gewesen mit Jascha. Ich habe am Ende so weit aufgeholt. Ja, weil wir uns immer wieder wir uns gecrashed haben. Also das ist so, jetzt ist es doch durch und deine Kamera schon zu und schaffen so, ja. Na, ich wollte mich eigentlich noch dahinter lassen, dass ich dann vom Zieler vorbeikomme, aber. Oder beziehungsweise dann hoffe, dass er nicht in Windschatten kommt. Das kam er dann in dem Moment. Das ist schon wieder das gleiche gewesen, ey. Bei Jascha genauso, der ging auch wirklich kurz vor der Linie noch vorbei. Ich glaube, es war die erste Folge mit ihm damals. Na, viele Folgen mit ihm gibt es ja nicht. Ja, weil wenn er halt sagt immer wieder, ich bin da und dann nicht da ist, klar, das war dann immer ein Aussortieren. Man hat ihm die Chance gegeben, er hat sie nicht genutzt und damit sollte das Thema auch erledigt sein. Ich kann mich nur an dieses Rennen halt erinnern. Krass, nur 12 Punkte? Ich dachte, ich bin Zweiter geworden, dann krieg ich nur 12 Punkte. Na, 15, 12, 11 und noch was. Ich weiß nicht, warum ich einen extra Punkt kriege. Vielleicht für die schnellste Runde kann sein. Ich weiß auch nicht. Naja. Was haben wir jetzt hier? Fänkchens Haus. Den ist weg. So. Ah, ich mach mal normales Deathmatch, weil für Team ist das echt zu klein. Ach was, lass es doch so sein, wie es ist. Okay. Ist doch kein Problem. Wir haben das letzte Mal, weißt du, das letzte Mal als kleine, als Einzel-Deathmatch gemacht. Mit der berühmten Häuserecke. Mit der berühmten Ecke dort. Die Leute erstmal da rauskriegen musstest. So. Da sind wir mal wieder. In Fracklets Hütte. Machst du mal auf damit, ob du zu schießen? Schon. Ach so, ja, du bist ja mein Team, stimmt ja. Ah ja, weil es ein Team des Matches. Ich so, ey geil, der wird direkt vor mir gespawnt, super. Ja, normal. Oh fuck. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich bin zu weit vom Fenster entfernt, muss ich mal sagen. Ich hab ihn schon, alles gut, hier oben ist nichts mehr. Ich komme mal wieder hoch, sonst wird es ein bisschen blöde sonst. Jawohl, noch erwischt. Ach, zusammen, Alter, Arschlecken. Nee, danke, halt selber sauber. Granaten? Granaten? Ich glaube eher, das war irgendwo ein Auto. Mist. Ich dachte jetzt so, er guckt mir noch zu, wie ich die Aussicht genieße. Ich sehe, dass man kann hier raus, mit die keine Scheiben. Ja, der Klippe schon drin.
Genau, ich stehe hinter Kev, aber ich sterbe als erstes. Hä? Hä? Warum auch immer. Lass mich in Ruhe. Hä? Arschlecken, Junge, du kleiner Hund. Ja, ja, ich bin auf der Stock schon gekriegt, kein Freund, mein Freund, alles gut. Hä? Dieses Alien mit dieser Handpistole, das ist so langweilig. Sehr geil, wie die Weste im Weg ist und man nicht richtig sieht, wo der andere steht. Aua! Ich dachte, ich kotze mal die Treppe runter. Schon geil, wenn Menschen schlafen, kann man sie richtig vergewaltigen. So wie deine Mom, über dein Handy. Ja, hat jetzt alles gesagt. Kannst du halt was anhören. Redest du mit deiner Freundin gerade? Ich denke, ich habe deiner Mutter geschrieben. Nö. Aber ich will nicht wissen, was du mit der Mutter deiner Freundin noch so machst. Nicht, weil, nee. Warum schießt sich auf die Treppe? Willst du jetzt irgendwas Negatives über deine Schwiegermutter sagen? Nein, aber warum soll ich mit ihr rummachen? Ach, verstehst du ja auf ältere. Ich hab nicht gesagt, was du rummachen, das war jetzt deine Implikation. Ich hab nur gesagt, was du noch mit ihr machst, das will ich nicht guck wissen. Guck mal, da kommt was runtergefallen. Nein! Ich wollte auch genau was? Das gleiche. Genau das was? Gleiche. Genau das gleiche wollte ich auch machen. Ja, du hast beide getötet. Muss man jetzt so nicht verstehen. So. Ja. Warum auch immer. Eigentlich hättest du locker sterben müssen. So. Die verzerrte ich noch nur so. Jawohl. Das ist nicht wahr, wieso schlupfst du nicht? Die haben bestimmt drei Kugeln locker in den Kopf gekriegt, also zumindest sah es so aus, aber macht dann doch kein Sterbi jetzt. Also die Polizisten hier in Los Santos sind echt schwach. Naja, nix halten die aus, ey. Ja, ganz komische Kerle. Alter! Dass wir wach werden. Das sind die Alien-Geräusche. Feucht, feucht und flüssig. Ja. Dafür 200 Punkte bekommen. Mir fällt der Spieler vielleicht oder sowas. Boah, der Maschinengewehr. Nein! Alter, jedes Mal nur eine Kugel. Oh, wir haben den Spieler mit dabei gehabt? Noch zusätzlich? Sehe ich gerade, es hat gerade den Spieler verlassen. Lol, der hat zugeguckt. Kann auch sein, ne? Das ist nicht wahr, wieso? Vielleicht bei dem. Das war jetzt der zweite Headshot hintereinander. Mehr oder weniger. Wir müssen diesen Camper endlich erledigen. Ja, raus aus der Küche da hinten. Gar nicht mehr laufen. Ernsthaft?
Was ist denn jetzt los? Ich habe irgendeine Sonderkraft. Sonderkraft? Das war's. So. Ich hätte auch ein Maschinengewehr, das gibt's doch nicht. Ja. Wie sieht das Maschinengewehr-Team? Na gut, jetzt waren die wahrscheinlich unten. Was jetzt? Mach das doch nicht wahr! Alter! Ja, beide gleichzeitig geschlagen und du wahrscheinlich nur den Ticken her, ey. Ich habe nur gerade gehört, dass irgendwie da einer niedergeschlagen wurde. Nee, nicht niedergeschlagen. Wir haben uns gegenseitig die Kugel gegeben. Moment, dann spawnen die unten. Hauptsache ich töte es, Markus. Ja, mich hast du aber danach nicht gekriegt noch. Wollte ich auch nicht. Eklig. Also ich rate, du hängst schon wieder in der Küche. Ja, natürlich hängst du in der Küche. Oh, Alter, diesmal nicht! Diesmal nicht! Schön aus weggeholt da hinten. So, da geht jetzt wieder unten. Oh. Sorry. Ja, warum hinten der keinen Schaden da, Alter? Das ich hab ja Schaden genommen. Ja, aber minimalistisch. Na, ich hab 3/4 habe ich noch. Ja, siehst du? Ich hab gefühlt ein ganzes Magazin auf dich da eingeschossen in der Ecke. Da kommst du her. So ein Druck. Markus immer wieder neuer Spieler des Tages. Nicht weiter schlafen. Nicht weiter schlafen. Nicht weiter schlafen. Und er baut seinen Vorsprung immer weiter aus. Ach du kleiner Kicker, Alter. Warte mal. Ne? Nein. Geh mal her. Bitte. So. Ach, die Runde, die Map. Ich erinnere mich. Ach, Sven.
Wie auf der Hupe. Wie auf der Hupe steht. Wieder wach, aber noch nicht geblasen. Ne? Ja, vor allem soll ich das wegmachen aus dem Mundwinkel oder was? Nein, ich habe irgendwas am Kinn. Sie ist ganz gut braun. Eigentlich gehört doch was an ihr Kinn, aber. Wer weiß? Wer weiß, ob ich hier. Wer weiß, wie sie es machen? Nein, ich mach das nicht! So ein Mädchen bin ich nicht! Nein! So ein Mädchen bin ich! Daddy hat mich gut erzogen! Daddy? Ist kein Daddy! Na dich? Super Dad! Nee, sie erzogen! Ja! Boah, Alter! Viel zu hoch! Moin! Ich komm mal vorbei! Ja! Weg ist er! Ich zieh dich mit! An der Ampel, Alter! Ich dachte mir, ich nehme dich mal mit, Enrico, ne? Du bist auch so ein bisschen einsam da oben. So. Voll auf der Markise gelandet, ey. So, ich häng mich mal an die Palme. Ach ja. Meine Freundin lebt euch. Was? Was? Also, ach so. Okay. Ja, ist manchmal schwierig mit sowas zwischen den Zähnen. So. Komm schon, Schatz, Zahnseide, ja. Komm schon, Zahnseide. meinst du lang und dünn oder was? Oh nein! Oh, Glück gehabt. Oh, Hilfe! Den hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hab dich nach vorne geschoben. Nee, hast du mich eigentlich schon letztendlich hast du mich überfahren. Ja, du bist direkt auf ihm drauf gelandet. Der liegt jetzt hier total müde und Ich bin wieder nicht drauf. Ich hab mich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hab da wollte man Sven noch holen. Der auch hier mit hier oben war irgendwo. Hui! Das ist eigentlich total witzig. Warum ist eine Zeuge bei mir auf der Karte blau und einer rot? Keine Ahnung. Weil eigentlich blau ist ja quasi unser. Ja. Ich bin kein Hintergrund. Ich nehme aus meiner Achse, Alter. Weißt du? Ich werde dich nicht kennen. Ich war noch mal genau.
In den Pornokeller von unserem Azubi. Ihr habt einen Azubi? Ja, im Baumarkt. Zwei. Ein Junge und ein Mädchen. Der Junge ist wohl. Sagt immer so, komm, soll ich heute besuchen in deinem Pornokeller? Und dann sagt er, muss ich aber nicht weit kommen. Warum geht meine Tür auf? Nein! Boah. Fisch und Chips bitte. Hast den Wagen getroffen, Alter. Wo willst du denn hin? Nach Polen. Wo ich hin will, kannst du mir nicht geben. Wer schluckt denn da? Alter. Wo willst du denn hin? Ich bin hier oben. Ich weiß. Was willst du? Der war knapp. Er ist deutsch, ne? Du musst deine Noten mal ausbessern, ja. Stunden hin. Oh, was ist denn das? Das ist eine Rampe, auf die muss man gerade hochfahren. Ich fahr gleich mal gerade auf dich drauf, Junge. Hoffentlich in den nächsten 2 Minuten. Boah, Alter. Ich bin auch nur am Spam. Yes. Dann hättest du fast das Auto noch abgekriegt. Ja. So, ich kann euch schon mal sagen, die letzten 3 Sachen sind alles Rennen, weil mir nicht mehr einfiel, was ich noch nehmen könnte, was gut genug wäre. Okay, alles gut. Aber haben wir heute auch genug geballert, würde ich mal sagen. Wir können ja noch, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben und die anderen noch Bock haben, es gibt ja momentan diese 3-fach Erfahrungspunkte bei dem einen Modus. Aber den nochmal anstellen. Nur, so als Tipp, dann macht die Rennen ohne Kontakt, ohne Fahrzeuge. Also ohne eigene Fahrzeuge, weil sonst ist Schwachsinn. Oder wir machen es als GTA-Rennen. Wäre auch eine Idee. Wie gesagt, ich habe mich die ganze Zeit zurück. Wie gesagt, wenn ich dich eben da berührt habe bei dem einen Rennen, dann tut mir das leid. Bei mir sah es nämlich so aus, als hätte es nicht gewesen. Nee, hat damit nichts zu tun. Aber wenn wir Rennen machen, dann ohne Kontakt und dann ohne eigene Fahrzeuge. Dann machen wir das so. Alles gut, dann machen wir es. Ohne eigene Fahrzeuge war das sowieso schon die ganze Zeit. Ja, da machst du ohne Aufholen und ohne Kontakt. Ja, dann machst du. Dann stellt sich die Diskussion nicht ab, zufällig gerammt oder so. Oder nicht gerammt. Und wenn wir, wie gesagt, wir haben ja danach wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja jetzt gerade mal 2 Uhr. Vielleicht könnte man ja noch mal diesen neuen Modus ein bisschen, also den aktuellen Bonus-Modus ein bisschen anschneiden, wenn er da Bock drauf hat. Da gibt es nämlich momentan, glaube ich, 3-fach Erfahrungspunkte.